Also schneiden wir raus. Also. So, dann wollen wir jetzt mal loslegen. Und los. Da fährt er wieder der Wir werden gerade milde belächelt, weil wir hier voll Fame in YouTube-Video drehen. Nein, Quatsch. Der ist von links nach rechts rüber geflogen. Nicht, dass der uns jetzt hier irgendwas abwirft und wir morgen hier voll trächtig durch die Gegend springen. Wahrscheinlich hat der vorne der Storch schon so einen Blag abgeschmissen. Vielleicht gebärt davor noch einfach irgendwer. Weiß man ja nicht. Was denn? Kann ja mal sein. Kann ja mal sein. Genau, es kann ja mal sein. Da hat der Storch was verloren. Beine zusammen und weiterfahren. So, eine Sache wollte ich noch mal gesagt haben, ne? Wir stehen da vorhin in der Warteschlange vom Kolossus und da kommt der verschissene Storch wieder an und fliegt über uns hinweg. Ich hatte Angst. Ich stand mit zusammengekniffenen Beinen fast 55 Minuten in der Schlange. Also sollte demnächst jemand von uns trächtig durch die Gegend laufen, der verschissene Storch aus Soltau hat dann wirklich volle Arbeit geleistet. Ein Traum! Der Vogel aus Soltau hat den Vogel abgeschossen. Also oh, ein toter Vogel. Oh, oh. Mit Bein nach oben. Oh, der hat bestimmt nichts in den Augen. Aber es war kein, Storch. Aber heute haben wir es auch mit unseren Vögeln, ne? Ja, heute, also ist, heute ist Vögeltag. Ja. Der Tag des Vogels. Der Tag des Vogels ist angebrochen und bricht gleich ab. Vom Glauben. Ja. So. Nachdem wir gerade einen großen Vogel gesehen haben und es war kein Storch, meinte Kathi, dass es in Deutschland auch Adler gibt. Gibt es in Deutschland Adler oder war es nur ein Mausebussard? Das ist die Frage des Tages. Wer es weiß, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Wenn wir also Vogelexperten unter uns haben, und ich meine nicht Vögelexperten, sondern Vogelexperten, dann mögen die doch bitte mal den Google-Joker wählen und mal nachschauen. Im Übrigen habe ich gestern das erste Mal seit ewiger Zeit mal wieder auf der Waage gestanden und ich dachte, ich muss erbrechen. Mein lieber Freund, der Tag war komplett im Arsch. Kennt ihr das? Ihr kennt das, ne? Ihr stellt euch drauf, denkt so, naja, vielleicht ein, vielleicht auch zwei Kilo. Und was ist? Haha, dann lächelt euch eine Zahl an, die ihr vorher noch nie gesehen habt. Aber jetzt nicht, wo ich sage, oh, da muss ich jetzt fünfmal mit fahren oder Pizza. So. Pizza. Also, nee. Pommes und Hot Dog. Und Chicken McNuggets. Fleisch. Oh, so ein saftiges Fleisch. Nee, wir hatten halt schon genug Kalorien. Ja, ja, ja. Also das mit Diät und so hat heute wunderbar geklappt. Zwischen Pommes, Chicken Nuggets, Krebs und Eis ist alles dabei gewesen. Ja, da muss man sich auch nicht wundern, ne? Wenn einem da eine Zahl begrüßt, die man eigentlich gar nicht kennt. Oh, nee, guck mal. Ich fühle mich auch schon ganz dick. Ich fühle mich schon ganz dick. Aber wir arbeiten dran. So, jetzt sind wir gerade in Seesen reingerollert. Was denn? Na, erst sagst du, wir haben das und das gegessen. Und dann, naja, ja, genau. Du bist eine Zahl, die man nicht kennt. Und dann sagst du, ja, wir sind gerade in Seesen reingerollert. Wir sind gerade reingekugelt. Ja, wir rollten soeben. Geil. Voran, voran. Es wird in Zukunft ein bisschen ernährungstechnisch umgestellt. Brötchen, Vollkorn, gesund, gesund, mit Puppenbrust. Yeah. Hat 2% Fett. So, wir befinden uns im Auto. Es ist nach 9:30. Wir wollten ja um 9 los, hat mal wieder wunderbar geklappt. Wir haben es 10.50 Uhr und wir sind immer noch nicht da, weil wir stehen gerade im Stau. Sind immer noch nicht da. Wir haben es ja 10.54 Uhr, also. So, wir sind in 2 Minuten da. Guck mal, da wir sind. Übrigens, 20.32 Uhr und wir sind ja um kurz nach 6 losgefahren. Also könnt ihr euch vorstellen, wir hatten richtig Spaß und Sitzfleisch. Ja, aha, die A7 ist frei. Nein. Guck mal, die fahren da lang. Und hier, die haben ja hinten Rüden schon gesperrt gehabt. Oh. Ah, Umweg umsonst gefahren. Na gut, wussten wir ja nicht. Hätte auch sein können, dass wir am Stau stehen. Düdüm. Wir ein bisschen Schiss haben wegen dem Wetter. Und natürlich wegen der Achterbahn. Da haben wir schon ein bisschen die Hose voll.
Ich nicht. Ach ja. Sie war ja die letztes Jahr gesagt hat, oh, Kolossus. Ja, da hat sie einmal drin gesessen, danach hat sie gefunden. Ich verlinke euch übrigens hier mal das letzte Video vom Heidepark von uns beiden. Das war lustig. Ja. Gesundheit. Wie du aussiehst. Hallo. Oh, ich krieg langsam einen steifen Arm. Bist du nichts mehr gewohnt? Bewegung klappt. Lass mich mal leben. Lass mich mal leben. Lass mich mal leben. Okay, atme, darfst du gerade so. Ich atme. Juhu. Ich darf das Fenster nicht aufmachen. Kathi ist ja dann am Ziehen. Also, nein. Müdigkeit, Müdigkeit. Es zieht, wenn ich das Fenster aufmache. Oh, nein. Was denn? War auch falsch? Nee. So. Vergiss es. Ja, ich hab's gemerkt. War doof. Es war etwas zweideutig. Etwas. So, hier ist der Heideparkbär. Sieht man den? Der Heideparkbär. Yay. Da. Ach nee, es ist Kathi. Da. Ungeschminkte Wahrheit. Hallo an alle, die immer dachten, hey, ja, nein. Ja, aber wir machen schon ordentlich Stauparty. Wir haben zwar noch keine Freunde gefunden, aber wir sind kurz davor. Ich krieg gleich ein Kind, wenn ich den Stau da vorne sehe. Ja, wir sehen nur. Oh, ich will kein Kind! Nicht jetzt! Danke. Ja, meinst du, ich laufe unten oben über die Wiese, lass mich bestäuben, oder was? Ja. Aber wer ein großes Auto hat, hat auch einen kleinen Pimmel. Allerdings nicht immer. Okay. Okay. Dazu sage ich jetzt nichts. Ich auch nicht. Ich vorhin noch, guck mal ein Bein, was macht sie? Ich kann doch jetzt nicht gucken! Ja. Da hatte noch Oma ihr Bein senkrecht oben an der Kopflehne. Also vielleicht hat sie es abgeschraubt, vielleicht war das gar nicht ihrs. Ja. Wir haben beide harte Nippel. Eindeutig. So. Du? Ja, meine stehen immer. wahrscheinlich draußen. Ein. Da ist eine Prinzessin, ist der. So, was bedeutet das nur? Denn nachher mit 120 in der Autobahn. Lass das mal sitzen. Ja. Aber wie viel kam, kriegt man dann? Wäre doch, glaube ich, 70 oder so, ne? Nee, 120. Nee! Stell fährt man mit dem Fahrrad 60 oder 70. Oder ja, so. Mit dem Fahrrad. Ja. Dann weißt du, wie viel wir mehr fahren? Hast du mal einen Rennfahrradfahrer mit 170 Stundenkilometer gesehen? Nee, aber da kannst du ja auch... So, es ist arschkalt. Wir laufen gerade gefühlte 5 Kilometer vom Parkplatz zum Park. Also im Moment ist mir noch nicht kalt. Ja, der Adrenalinschub, der macht's auch. Oh, ich schiebe schon. Flug der Dämonen! Ja, wir dämonisieren nachher. Hallo. Wir befinden uns gerade in der Warteschleife. Schlange? Warteschleife. Kann ich jetzt nicht mehr. Halt das Brust, ich halte es fest. Ja, mach ich. Was war das? Schweinerei. Du guckst doch richtig böse. Ich würde jetzt auch einen von denen, der sich das erfunden hat, eine reinkloppen. Ja. Ja. Das Krasse war ja, in der Zeit, wo wir gefahren sind, das ist noch nicht so lange her, hat Sabrina am Anfang gemeint, es riecht verbrannt. Und jetzt ist auf einmal hier eine technische Störung. Also wir wären fast ausgegondelt. Wir hätten sozusagen gestorben. Wir hätten auch entgleisen können. Meine Gesichtszüge sind mal wieder sehr entgleist, ja. Ja, jetzt warten wir hier noch eine Runde.
warten wir noch. Und ich habe vorhin erstmal einen Herrenausflug angebrüllt aus dem Auto. Ah, Vatertag, ey! Ist heute mal Vatertag? Ach, guck mal, die können da nicht mehr fahren. Überall laufen jetzt hier die restlichen Schnapsleichen rum, die sich jetzt so langsam auf den Heimweg rollen mit ihren Rollwagen. Und ich habe schon gesagt, ich bin entweder noch gleich noch richtig aktiv oder nicht. So, kaum stehst du irgendwo an der Tankstelle, wirst du gleich als Starthelfer missbraucht. Wir haben gerade versucht, einem Renault, was war denn das? Auf jeden Fall ein Renault, versucht Starthilfe zu geben, aber hat nicht funktioniert. Womöglich, Klugscheißerei, war der Anlasser kaputt. Jetzt müssen wir, weißt du wo, ne? Nee, ich war noch nie in Seesen. Ich war schon ganz oft in Seesen. Ich war hier nur einmal einen Monat lang, weil ich ja zum Nägel machen fahre. Ich bin doch immer auch gern in Seesen gewesen. Echt, ja. Lach nicht. Hier habe ich mein erstes Piercing hier. Ein Bauchnabel. Mhm. Hier, die Männer mit den Chipstüten. Na, das ist doch mal vorbildlich. Kein Alkoholpulle, sondern die Chipstüte per Hand. Per Hand. Ja, nicht bei. Die Tasche, bei haben. Die Chipstüte per Hand. Mhm. Per Hand. Per Hand halten. Per Hand. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg mit dem Eis. Meins habe ich natürlich schon aufgegessen, weil ich ja einfach nur als Pfand auf dem Beifahrersitz saß. Richtung nach Hause und werden... Da war ja was letztes Mal mit dem Eis, ne? Schön auf das Schnütchen und weg damit. Du hast übrigens Schokolade an der Lippe. Wollen wir hoffen, dass es Schokolade ist. Oh yeah. Ja. War übrigens lecker, danke. Ja, man merkt, dass wir Chili-Milli-Stimmung sind. Ja, ich bin voll tiefenentspannt. Die Gespräche werden... Ich bin bei so... Oh! Die Gespräche werden seichter. Da war eine Ampel. Dunkelorange. Blitzer? Ja. Ich fahre die Strecke jedes Wochenende. Ich bin noch total mattiert. Guck. Ah, okay, ich schätze. Alles gut. Ich hab dich lieb, Maus. Ich auch. Oh. Ja, war ein schöner Tag. Ja, war schön. Obwohl einiges in der Hose ging, aber es war ganz gut. Ja, Gott sei Dank nicht. Naja. Ja, wir blustern jetzt nochmal das Gefieder auf und dann überlegen wir uns die nächste Schandtat. Ja, also ich bin eigentlich ehrlich gesagt ziemlich im Arsch. Und du? Ja. Passend. Sehr passend. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Lasst uns einen Kommentar, ein Feedback da oder einen Daumen oder irgendwas anderes. Federn oder so. Man weiß es nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.